Ja, es sind zu viele. Wir haben ja noch auch ein ukrainisches Waisenheim von Kindern evakuiert. Da haben wir auch noch 70 Personen in St. Georgen untergebracht. Also summa summarum leisten wir sehr viel für die ganze Integration. Aber eben diese Zelte, das ist zu viel. Das geht aus dem Lot. Ja, da ist so, ist einfach diese jungen Männer, die sind natürlich im Ort unterwegs, und aber auch nicht alleine, sondern in größeren Gruppen. Und da hat die Bevölkerung Angst und auch berechtigt Angst. Mütter, Frauen, Kinder, die reden mich täglich an, weil sie Angst haben, Verkäuferinnen. Also das geht nicht. Und in den Zelten, und das hat der Herr Bundesminister ja angekündigt, sind nur junge Männer, und das ist zu viel. Naja, der Bundesminister, ich habe schon dreimal gebeten um ein Gespräch, er verweigert es. Ich meine, es ist seine Sache, aber es ist ganz klar, mit dieser Methode einfach da Zelte aufzustellen, die dümmste Lösung, sage ich noch immer, in Gemeinden, wo eh schon genug geleistet wird, das lasse ich einfach so nicht gehen. Oder die afrikanischen Leute. Ich habe lange Zeit hier, ich habe schon Schule. Ich kann nicht mehr so. But I don't know how can I live in Europe, because the system of Europe at Dublin, European system at Dublin, that means slavery returned back. You know, you have a fingerprinting here in Austria, various fingerprinting everywhere you go, they return you back. Every country you go, you are Dublin. Ja, es ist die richtige Entscheidung, aber ich muss aber jetzt auch ganz ehrlich sagen, so was jetzt momentan mit den Ausländern oder sonst irgendwas ist, finde ich auch nicht richtig, weil es kommen einfach zu viel um, es werden die Grenzen einfach zu wenig geschützt. Und Österreich sollte eigentlich Österreich bleiben.